Logbuch von Captain Kirkbeard, Eintrag Nummer 4, an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Die Schäden an der Enterforge sind größer, als wir zunächst vermutet haben. Die Außenhülle ist ziemlich beschädigt, einige Teile sind abgebrochen und wir stecken mitten in der äußersten Gesteinsschicht dieser unerforschten Höhle fest. Die Crew versucht, den Schaden so gut wie möglich zu reparieren, wir werden aber wahrscheinlich noch mehrere Tage hier festhängen. Auf der anderen Seite hat das Außenteam, also unsere die Starhunters, die sich uns angeschlossen haben, immer noch Probleme damit, sich wieder zu sammeln. Der Kontakt zu einem Mitglied ist immer noch nicht wiederhergestellt worden. Wir können nicht davon ausgehen, dass er noch am Leben ist, aber wir halten alle Kanäle weiterhin offen. Die anderen beiden Mitglieder des Außenteams versuchen sich gerade in der Nähe des Schiffes neu zu sammeln und in den abgebrochenen Wrackteilen nach zusätzlichen Hilfsmitteln für die Außenmission zu suchen. Ja, und damit begrüße ich euch wieder recht herzlich zurück zu We Are the Dwarves. Zur zweiten Aufnahmesession. Wie versprochen, jeden Sonntag gibt es 3 neue Folgen davon. Und für diejenigen, die es wahrscheinlich schon gemerkt haben, an den Sonntagen gibt es dann halt keine anderen Projekte, weil ich halt nur dieses Special-Projekt hier online stellen will. Hat auch den Vorteil für mich, dass ich bei den anderen Sachen einen kleinen Puffer anlegen kann, weil ich zurzeit immer gerade so mit den Folgen hinkomme. Ich habe halt, wie gesagt, nicht so viel Zeit zum Aufnehmen unter der Woche. Ich kann hauptsächlich an den Wochenenden aufnehmen. Deswegen kommt mir dieses kleine Sonderprojekt hier mit einer Stunde ziemlich gelegen. So, gut, wir sind wieder der Smash Fist. Also unser Berserker-Nahkampf-Elite. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag, sehe ich gerade. Spellogie im Swamp. Cascade Swamps. The Origin of Swamps. Also der Ursprung der Sümpfe. Die Schüsselgrößen variieren von klein bis gigantisch. So gewaltig, dass sie einen ganzen See beinhalten können. Diese Schüsseln sind die Überbleibsel von Kolonien. Von Schellfisch. Schellfisch sind, glaube ich, so was Ähnliches wie Korallen oder sind sogar Korallen, die hier gelebt haben, als die Höhlen voll mit Wasser waren. Die Kolonien sind hinabgewachsen von Clustern um die großen Stalagmiten herum. Mit der Zeit, nach einer gewissen Zeit, als das Wasser langsam abgeflossen ist, waren diese Strukturen überwuchert mit Wurzeln, die Dünger und Nährstoffe absorbiert haben, welche von den Millionen Organismen übrig geblieben sind. Jetzt sind viele Stalagmiten ausgehöhlt oder was erodiert normalerweise, also ja, sowas wie ausgehöhlt und die überlebenden Schüsseln oder Tümpel, das sagen wir einfach mal Tümpel, das klingt wahrscheinlich logischer, sind zurückgeblieben, sind hängend an den Wurzeln zurückgeblieben und formen ein Netzwerk aus Kaskadensümpfen. Ja. Gut, da vorne haben wir einen Gegner, das ist nicht jetzt gerade viel. Okay, ich habe nichts gesagt. Wo ist mein Rundumschlag? Da ist mein Rundumschlag. So, alles bitte töten. Okay. Das da unten wird lustiger werden.
RAM Battlecry, damit könnte ich die anderen drei mal kurz wegschubsen. So, Kai, den da rammen. Okay, der kommt alleine, das ist auch okay. Oh, neues Bestiarium. Das war die Sludge Workers. Sludge Communication. Ah, das ist neu. Die lokalen Sümpfe sind sind verseucht mit diesen Anthropoden, welche die dominante Lebensform zu sein scheint. Manche dieser Spezies sind nicht sonderlich gefährlich. Die meisten sind keine Krieger, sondern Arbeiter, welche sich um die Eier kümmern. Trotz des der Tatsache, dass sie nicht jagen, sei vorsichtig. In Gruppen gesammelt beschützen sie ihr Territorium sehr dickköpfig. Sie besitzen eine kollektive Intelligenz, was es ihnen möglich macht, in der Gruppe zu koordinieren. Also ja. Ich muss auf jeden Fall auf meinen Suit aufpassen, weil das Reparieren ist teuer. Hi, Kumpel. Stun den mal. Da musst du nicht ganz so viel einstecken. Und dann ramm den mal weg und Rundumschlag. So, und den noch weg. Gut. Da hinten sind wieder welche von ihnen. Lebenspunkte sehen gut aus. Ich will aber da an dem... It's too deep there. Ja, ich will da an dem Punkt hier bitte reparieren. Characters. Jo, wir haben noch 91 Energie, kostet 38. Also ja, mit die Energie, das Energieerz ist nicht sonderlich hoch. Save Changes. Jo. Das hier könnte jetzt wieder interessant werden. Da sind nämlich 4 Eier. Also ja, wir... Genau. Zerstören, bevor sie hatchen. Wehr dich bitte. Und jetzt in die Steinform. So. Der nimmt ja wirklich fast keinen Schaden. So. Noch ein Update für die Sludge Workers. Und wir haben ein Wrackteil erkundet und haben dadurch einen Splitter gekriegt und Energiezellen. Ja, das ist nice. Also das Erkunden, das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, mit dem Reparieren warte ich jetzt erst einmal ein bisschen. Wobei ich ihn eigentlich auch ebenso gut upgraden könnte. Da ist auf jeden Fall einer von seinen... Autsch. Load last save. er hat hier Autosave gemacht. Sehr schön. I should destroy Goku before he had. So. Das hat besser geklappt. Und das hätten wir jetzt gar nicht mehr gebraucht. So. Ja gut, ich mache mal einen Quick Save, nicht, dass ich gleich wieder aus Versehen in die Luft fliege. Genau deswegen. Das ging jetzt nämlich ganz schön auf die Rüstung. Ich versuche nochmal zu laden.
Hier oben ist der neueste, ja. So, Stormform kennen wir alles schon. Ja, es hat mich trotzdem erwischt. Aber ich habe gerade, glaube ich, den Heilkristall von hier aus kurz sehen können. Ja, der ist da hinten nämlich. Da muss ich hier drüben rein und kann mich wenigstens heilen. Und theoretisch so kaputt, wie jetzt meine Rüstung ist, muss ich sie reparieren. Ich könnte sie ja reparieren und gleich aufrüsten. Characters. Was kriege ich denn mit einem Punkt? Kriege ich Berserk? In der Fireform wird alles schneller aufgeladen. Wave. Knocks enemies down. Ich kann hier Kuptis. Smash with to finish off knock with one blow when he is in Firestorm. Fireform. Enger. Battle Cry damage enemies. Das ist sehr schick. Das nehme ich gleich mal. Schalt's frei. Und hier könnte ich den Defibrillator freischalten. Ja, machen wir mal. Wobei ich das eigentlich eher bei meinem Forcer hätte machen sollen. Oh ja, der Journal-Eintrag, genau. Bestiarium. Sludge Workers Kokos. Wenn es nicht möglich ist, an dem den Schwamm zu umgehen, solltest du deine Attacke damit beginnen, auf gereifte Kokos drauf zu gehen. In diesem Zustand sind die Arbeiter mehr verwundbarer. Die Kokos sind verbunden mit dem schwarmzentralen Versorgungssystem, welches extra Flüssigkeit auspumpt, bevor sie schlüpfen, was den Druck in den Kokos verringert. Wenn du den Schutz der Kokos beschädigst, wird der Anthropod, der noch nicht bereit ist zu schlüpfen, sofort explodieren. Das passiert hauptsächlich durch den verstärkten Druck. Vorbereitungen zum Schlüpfen brauchen sehr wenig Zeit. Der Beginn des Prozesses wird bestimmt bei der Pulsierung der Kokor-Schutzmembran. Die Kokos der Arbeiter sind sehr fragil und explodieren selbst beim geringsten Schaden. Jo. So, Game saved und da können wir jetzt weiter. In den nächsten Abschnitt. Oh. Oh, Doppel-O. Das hier sieht ungemütlich aus. Zum Glück habe ich mich wirklich gut ausgerüstet, bevor ich hier weiter bin. Es ist keine gute Idee, auf einen Sandhunter zu stapfen. Okay. Swarm Queen and Warrior. Okay, was haben wir denn da? Neutrals. Haben wir einen neuen Eintrag, nämlich das Sandhunter. Er bewegt sich in sandigen Bereichen der Höhle und benötigt besondere Vorsicht.
Also sich in den sandigen Bereichen der Höhle fortzubewegen bedeutet besondere Vorsicht. Ja, genau. Sonst endest du in den Fängen eines Sandjägers. Dieser Meister des unterirdischen Grabens. Nee, dieser Meister der Furcht oder so versteckt sich selber im Sand und tut seine Opfer überfallen. Zwei Paare von Klauen oder Mäulern, ja, Claws sind Klauen, Jaws sind Schlünde, lassen keine Chance für seine mittelgroße Beute. Die kleinen Schlünde greifen das Opfer und selbst wenn der Wurm aus Versehen ein Körperteil abreißt, wird sein Opfer nicht entkommen, weil es festgehalten wird durch die großen Schlünde. Der Wurm zieht seine Beute sofort in den Untergrund. Er frisst lokale Kreaturen und verursacht schlimmen Schaden bei Zwergen. Und die Swarm Queen, die Sludge Queen, ein großer Anthropod. Er scheint der ultimative Alpha-Jäger im lokalen Ökosystem zu sein. Es gibt nicht Unterschiede. Was heißt das? Ist das gegenteilige Wort Similarities? Gleichheiten, sage ich jetzt einfach mal, weil mir das richtige Wort nicht einfällt. In der Struktur ihres Körpers und das der kleineren Spezies. Und das von kleineren Spezien, die in früheren Zeiten in den lokalen Sümpfen gewohnt haben. Die Sludge Queen lebt in der Nähe von Hunderten von Kokors, welche zu ihrer Rasse gehören. Wir sind besser vorsichtig mit der lokalen Fauna, also mit dem lokalen Tierreich. Es hat definitiv eine Menge Überraschungen für uns parat. Ja. Gut, hier gibt es nicht wirklich was. Es war einfach bloß mal so ein Zwischending. Also geht es jetzt einfach hier gleich weiter. Okay, gleich kommt gleich der Heilstein und da hinten sind wieder solche Arthropoden-Gegner. Hier müssen wir vorsichtig sein. Das sieht nämlich ziemlich ungesund aus. New Article Swarm Creatures. Säurewurm. Große Gefahr befindet sich hinter dieser wunderschönen und grazilen, delikaten Kreatur. Zwischen der Schönheit und Grazie dieser delikaten Kreatur. Aus Sicht seiner Flexibilität. Invertebrate. Das Wort kann ich jetzt nicht übersetzen. Wie ein Wurm. Es hat einen sehr guten Schutzmechanismus entwickelt. Wenn du dich mehr als ein paar Meter zu ihm näherst, würde es sich verstecken und eine Wolke aus Säure hinterlassen, freilassen. Die Säure ist nicht lebensbedrohlich, aber sie brennt sich in ziemlich viele, ich sag jetzt einfach mal, anorganische Membranen und könnte schweren Schaden an Teilen der Spacesuits verursachen.
Es hinterlässt eine Wolke aus Säure, die giftig ist für nahestehende Charaktere. So heilen müssten wir uns eigentlich gar nicht mal. Also ja, da ist der Wurm. Also ja, das hier ist kein Gegner, das ist einfach nur Environment. Ja, genau das da nämlich. Okay, ich wollte es nur mal kurz testen. Einmal laden, bitte. Denn jo. So, nochmal kurz aktivieren. Jetzt kann ich das Journal aufrufen. Bestiarius, Swamp Creatures. Also ja, er bewegt sich fast nicht, aber man muss wirklich aufpassen, er wird nicht hervorgehoben durch Alt drücken. Gut. Abschluss, Logbuch, Captain Kirkbeard, Eintrag Nummer 5. Nummer 4. Wir sind weiterhin damit beschäftigt, die Schäden an der Enterforge zu reparieren, während unser Außenteam sich weiter der Absturzstelle nähert. Unterwegs sind sie auf weitere feindliche Kreaturen gestoßen, unter anderem eine ziemlich große Königin einer lokalen Sumpfspezies und einem säureausstoßenden aalähnlichen Wesens. Ich rate dem Außenteam zu äußerster Vorsicht. Sie sollten ihre Schritte gut überdenken und heil zu uns zurückkommen. Captain Kirkbeard, Ende.